Servus und Moin zum neuen Release-Notes-Video für die Iteration 21.03. Und dann, wie immer, starten wir wieder mit Data. Was hat sich hier in Data getan? Nun, wir haben ein kleines neues Featurechen, das einfach, ich sage es mal, vergessen wurde. Und wir haben ein cooles neues Feature. Ich fange mit dem coolen neuen an. So, in der Listenansicht gibt es jetzt eine neue vordefinierte Liste namens Dubletten. Genau. Was passiert hier? Nun, es wird versucht, alle eure Objekte, die euch zugewiesen sind, zu analysieren und zu prüfen, was davon könnte eine Dublette sein. Unter anderem sind hier die Kriterien im gleichen Ort, ungefähr an der gleichen Position vielleicht eventuell oder ungefähr der gleiche Titel. Plus, minus ein Haufen anderes Zeug. Wir haben keinen Automatismus gemacht, weil es sehr tricky sein kann, um wirklich die Dubletten rauszufinden. Vielleicht wollt ihr auch wirklich teilweise Dubletten haben. Deswegen hier jetzt eher so eine Sicht, wo ihr selber schauen könnt, was habe ich für Dubletten in meiner Kennung? Vielleicht lasse ich sie in der Datenbank und weise nur ein Objekt Experience zu. Oder ich lösche sie gleich. Hier als Beispiel, wo ist meine Maus hier? Straubinger Turm. Und ein Straubinger Turm. Naja, Datenqualität gut, Datenqualität mittel. Okay, ich lösche den. Passt auf. Das hier ist nur ein Audioguide. Obwohl es ein PoE ist. Hier ist dann die Frage, muss es ein PoE bleiben? Kann man nicht den Audioguide in das Hauptobjekt mit übernehmen? Oder. Deswegen schaut auf. Wenn ich hier schaue, Kaffee Krone ist gleich Audioguide und kein Audioguide. Lassen wir mal die Kategorie weg. Gehen wir mal davon aus, wir haben zweimal das gleiche. Dann könnt ihr fast sagen, hey, hier gute Datenqualität, schlechte Datenqualität. Ich lösche den schlechten. Ihr könnt natürlich auch einfach sagen, hier sind jetzt keine Objekte die Experience zugewiesen, aber wenn jetzt beide der Experience zugewiesen wären, könnt ihr sagen, den schlechten, den nehme ich einfach raus, dass er in meine ganzen Ausgaben nicht rauskommt. Hier sind es immer zwei, aber es kann natürlich auch sein, dass 3, 4, 5 oder noch mehr Dubletten erkannt werden. Diese schwarzen Striche markieren es. Also jeder schwarze Strich, beziehungsweise immer die gleiche Duplicate Group ID, die ihr auch als letzte Spalte seht, die markieren quasi die Objekte, die zusammengehören könnten. Wahrscheinlich zusammengehören. Es soll jetzt erstmal ein kleines Toolchen sein, euch an die Hand zu geben, um eure Ausgaben dublettenfrei zu kriegen, wenn alles aus Data kommt, beziehungsweise auch eure Daten aufzuräumen und zu löschen oder aufzuräumen. Das nächste Featurechen habe ich ja schon angekündigt, dass es eigentlich vergessen wurde. Open Data Creative Commons ist ja mittlerweile nichts Neues. Das kennt ihr, dass ihr das pflegen könnt. Ihr könnt es jetzt auch bei den Gebieten pflegen. Grund ist, Gebiete als Objekt werden immer gerne vergessen. Nur, wenn ihr jetzt ein Land seid oder eine Gebietslösung, wo verschiedene Gebiete zusammengehören, es ist auch cool, die einzelnen Gebiete zu teasern, anzuwerben oder was auch immer. Stellt euch vor, der Gast kommt jetzt auf eure PWA drauf und hat erstmal einen Menüpunkt Gebietsinformationen. Und dann werden die einzelnen Gebiete angezeigt mit schönen Bildern, mit Texten, und so weiter und so fort. Eure Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Plus natürlich auch die CC-Lizenz, dass es sauber in die ganzen Open-Data-Töpfe reinfließen kann. Deswegen hier jetzt auch die CC-Lizenz bei den Gebieten. Dann springe ich gleich in die Meta. Ihr wisst ja, ihr könnt unter Mediendaten, in unseren neuen Mediendaten, ziemlich viel Zeug pflegen. Copyright, Lizenzen, und so weiter und so fort. Wir haben jetzt das Mediendatenobjekt in der Meta ein bisschen angereichert, dass einige Informationen davon direkt mitgeliefert werden. Es wird ein neues Modul kommen im Mediendaten, wo dann alles übertragen wird, wo dann wirklich jedes Medium eine eigene Dateiseite kriegt mit Texten, Copyright-Informationen und so weiter und so fort. Das Wichtigste ist aber die Lizenz immer. Und die übertragen wir jetzt auch beim Medium, beim Objekt selber. Das ist jetzt hier zum Beispiel ein Select auf die Medien, auf die POEs. Und davon habe ich jetzt was Medien,
selektiert. Zum einen übertragen wir jetzt die Breite und die Höhe, wenn ihr es in der Ausgabe irgendwie braucht, was die Höhe ist. Das ist eher so viel für Agenturen. Prio hat es schon immer gegeben, Latlong gab es auch schon. Jetzt kommen wir zur Source. Wenn ihr die Mediendaten selbst auf die eure Webseite pflegt, wenn ihr die Agentur seid, dann bitte ich euch, was in der Source kommt, müsst ihr als Copyright ausgeben. Da ist drin, wenn es in Daten gepflegt wird, ist es ein zusammengesetztes Feld aus dem Autor plus dem Copyright-Text. Plus zwei zusätzliche Attribute, die ich jetzt hier im Beispiel nicht habe. Es gibt aber noch das Attribut License. Erklärt sich, glaube ich, von selbst, ist einfach die CC-Lizenz. Plus gibt es noch eine Webseiten-URL, auf die man springen sollte, wenn man mehr Informationen zum Copyright haben will. Es sind zum Beispiel URLs wirklich auf die CC-Seiten selber, wo die Copyrights definiert werden, oder auf eigene Seiten in der eigenen Webseite, wo irgendwas noch zu dieser Copyright-Information steht. Zeige ich aber nachher noch gleich in der Pages, wie es wir ausgeben und wie es ihr damit ihr auch ausgeben wollt. Also wie gesagt, hier Source, wichtiges Copyright-Feld, plus das Attribut License, plus eben neu jetzt Breite und Höhe, wenn ihr das auswerten wollt. Wie gesagt, ich zeige es euch jetzt gleich in der Pages, wie es aussehen soll, müsste, könnte. Sollte, weil Copyright-Informationen sind echt wichtig. Gebt es die Copyright-Informationen nicht nur auf der Detailseite an, sondern auf jeder Seite, wo das Bild ist. Ihr seht es jetzt hier, wir haben es jetzt hier zum Beispiel sehr, sehr klein, aber es ist drauf. Und auch hier Copyright, die Lizenz im CC BY SA plus der Source-Informationstext. Das gleiche haben wir natürlich auf der Detailseite auch. Jetzt bin ich im Weg. Aber ihr seht schon, es schaut hier genauso andere Richtung. Es schaut hier genauso aus. Copyright. Also erstmal der Titel von den Mediendaten. Copyright, dann das CC plus dann die Source. Wobei ich könnte ein bisschen runterscrollen, dann seht ihr es besser. Jetzt hilft es. Ja, perfekt. Genau. Titel ist angezeigt, dann das Copyright-Symbol. Dann die Lizenz und dann der Source-Informationstext. Wenn jetzt noch der Webseiten-Link dabei wäre, wäre dahinter bei uns in der Pages noch so ein Informations-I. Und wenn man da draufklickt, wird dann einfach der Link geöffnet. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns wieder nächstes Monat. Ciao.